Prinz William plus Kate, Grund für zu König Charles und X27, Krönung. Sind Prinz William, 40, und Catherine, Prinzess of Wales, 41, mit ihren Kindern etwa zu spät zu König Charles. 74, Krönung erschienen? Das Ehepaar erreichte die Westminster Abbey offenbar erst, nachdem der Monarch und Königin Camilla, 75, mit der Krönungskutsche angekommen waren. So dass der geplante Ablauf des Gottesdienstes geändert werden musste, bevor Charles und Camilla überhaupt aus der Kutsche gestiegen sind. Ein Royal-Experte hat jetzt den Grund für die Verspätung enthüllt. Der Daily Mail zufolge sollten laut der offiziellen Gottesdienstordnung der Prinz und die Princess of Wales vor König Charles und Königin Camilla eintreffen und in der Abtei Platz nehmen. Ihre königlichen Hoheiten der Prinz und die Prinzessin von Wales, Prinzessin Charlotte von Wales und Prinz Louis von Wales kommen an der großen Westtür an und werden zu ihren Plätzen in der Laterne geleitet. Alle bleiben sitzen. Ihre Majestäten der König und die Königin kommen am Westtor an. Eine Fanfare ertönt. Alle stehen auf, heißt es in der Gottesdienstordnung der Krönungszeremonie. Stattdessen trafen Kate, William, Louis und Charlotte nach dem Königspaar ein. Was bedeutete, dass Charles und Camilla zunächst in der Kutsche warten mussten, bevor sie schließlich vor dem Thronfolgerpaar die Westminster Abbey betraten. In der Zwischenzeit nahmen 200-300 Gäste in der Kirche Platz. Der Monarch soll laut eines Lippenlesers sogar zugegeben haben, dass er nach der Wartezeit in der Kutsche besorgt über die Zeit war und sagte, ich meine, dass es dieses Mal länger gedauert hat. Anführungszeichen. Als Grund für die Verspätung von Familie Wales weiß Royal-Experte Omid Scopi nun, dass es an den Kindern gelegen haben soll. Dem Magazin Harper's Bazaar sagte er, abgesehen von Prinz William und Kate, die sich erst spät der Prozession anschlossen, die Kinder waren schuld, hat mir eine Quelle verraten. Und Camillas teilnehmenden Damen, Schwester Annabel Elliot und der Marchioness of Lansdowne, die auf dem Weg in die Abbey versehentlich einen peinlichen Garderobenmoment mit Bruce Oldfields Seidenkleid hatten, sind nur wenige kleine Patzer passiert. Beim Gang zur Westminster Abbey mussten die Damen kurz das Unterkleid von Camillas Krönungsrobe richten. Die Erleichterung, dass am Ende doch alles geklappt hat, dürfte bei König Charles und Königin Camilla groß gewesen sein. Spätestens beim Gruß auf dem Balkon des Buckingham Palastes ist sichtlich viel Anspannung von dem Ehepaar abgefallen, so dass sie sich sogar für eine kleine Überraschungszugabe ein zweites Mal zeigten. Verwendete Quelle: Daily Mail Co. Harper's Bazaar.com